Willkommen zurück bei Fahr dein Son, Play for Fun. Und heute eine kurze Runde am Donnerstag. Denn ich bin mal wieder spät dran. Aber erstmal wird der Hund gestreichelt. Das darf ich ja nicht vernachlässigen hier. So, dann schauen wir mal, was heute anliegt. Also wenigstens so ein bisschen was geschafft kriegen hier. Ganze Tierkadaver verkauft, Halleluja. So, tja, Streifenhörnchen, meine Güte. Wird auf ein anderes gesprungen. Ja, das kriegt man ja hin. Der ungeliebte Kopfgeldjäger wird's heute nicht. Ja, geplündert, ihr verstärkt Lasso. Gegner, och du meine Güte. Große Tierkadaverspinnen, perfekte Tierkadaver und Wagen an örtlichen Käufer verkauft. Was ist das hier für Wetter? Schnapsflaschen finden, Münzen und Tarotkarten. Eine Spezialsorte schwarzgebrannten Giftigen hergestellt und Story-Mission mit auch nichts. Tiere wecken, legendäre Tiere fotografieren. Ach du meine Güte, um mit Pheromonen. Und das Lager. Das ist leider. Na, da nicht. Da. Das ist zwar zum Tierkadaver verkaufen ganz gut. Aber. Für die Mission nicht so. Aber ganz ehrlich. Es ist, wie es ist. Boah, da wird mehr kalt hier, wenn ich das nur sehe. Ja, minus 7 und Regen. Also heute werden es nicht die neuen Rollenherausforderungen. Ein bisschen was werden wir erledigen. Und jetzt ziehen wir uns hier erstmal warm an. Obwohl, nee, nee. Wir machen erstmal den giftigen Schwarzgebrannten fertig. Dann haben wir doch schon mal eine Sache erledigt. Wenn das hier was wird. Da ist es. Ah, super, ich kann nur einen machen. Ja, komm hier. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Weg damit. Oh ne, was ist das ungemütlich, oder? Ersten 0,15 Goldbarren im Sack. So. Dann hier mal eben checken, ob hier was rumliegt. Hier gibt es ja, glaube ich, manchmal eine Pfeilspitze oder sowas. Hier ist heute auch nichts. Da müssen wir mal im Wienern. Jetzt, wenn wir hier Glück haben, weiß ich nicht, ein Hasen, Waschbären etc., dass die auch perfekt bleiben. So, da ist leider nur eine. Was haben wir denn hier? Muss ich den mal wieder fotografieren hier? Jawohl. Was war das denn noch? Betäubte Tiere geweckt und Pheromon. Ah, ich habe die Kamera noch nicht weggepackt. Ja, also tut mir leid, ich bin heute echt spät dran. Und im Kopf noch nicht ganz klar. Und nochmal. Ja, ich habe ab nächste Woche Urlaub und vor dem Urlaub, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich jede Menge zu tun im Laden. Also wirklich jede Menge.
Und da ist mein Kopf noch nicht ganz frei. So, Pheromon. Gucken, ob es noch funktioniert. Nee, der ist gerade entwischt. Das mit der Kamera. Ja, gut. Ja, ich sah nichts mehr. Aber wir haben da wenigstens schon mal fotografiert. Alles das doch schon mal erledigt. Oh, was haben wir da? Na super. Ja, der frisst mich jetzt auch noch. Oh, da hat ein Schuss nicht gereicht. Kommt der nochmal wieder oder verreckt der? Oh. Und auf das Pferd können wir springen. Mal eben schnell hier den auch nochmal eben abzocken, ja. Spring. So. Hätte vielleicht vorher was essen sollen, was? So. Ja, schlechter Start, ich weiß. Wie sieht's hier überhaupt aus? Oh, viel Spenden ist hier nicht. Supplies are looking healthy right now. Werden wir das Lager nachher versuchen, weiter nach in den Norden zu ziehen. Oh, der liegt da noch. Aber jetzt erstmal versuchen. Ich da gerade. Truthähne, Waschbären, hier ist so alles. Irgendwelche Hörnchen hier. Aber Hauptsache ist Tierkadaver, ne? Hin. Am besten wäre so Kleinvieh, ne? Das ist ein Schwein, hilft uns nicht. Das können wir nicht aufs Pferd backen. Etwas unkonzentriert, es tut mir wirklich leid. Aber ich habe ja bald Urlaub, dann kann ich hochkonzentriert hier an die Sache rangehen. So, jetzt noch was, was wir aufs Pferd packen können. Das wäre doch super. Was läuft da denn weg? Das haben wir auch nicht richtig erwischt, oder? Naja. Das müssen wir auch am Stück lassen.
Und dann gucken wir mal, ob wir die hier verschnackt kriegen, oder? I see you come bearing gifts. Feel free to peruse. All right, let's have a look see. Ja, da wollen wir mal gucken. Sure, why not? So, Produktion abgeschlossen vom Schwarzgebrannten. Good luck out there. Und da seht ihr, ist eine Spezialsorte hergestellt. Das haben wir also auch erledigt. Und jetzt brauchen wir noch zwei Tierkadaver. Dann haben wir die Kohle auch im Sack. Viehzeug hier. Zustand spielt ja keine Rolle. Ja, und was ich auch noch sagen muss, ist, morgen gibt es leider keine Folge. Denn da bin ich nicht zu Hause. Vielleicht schaffe ich es heute noch ein bisschen Story zu spielen. Das könnte ich dann so vorbereiten, dass das wenigstens morgen bereitsteht. Aber wenn nicht, dann habt ihr morgen nichts Neues zu gucken. Aber wie gesagt, ab nächste Woche habe ich Urlaub. Da soll noch ein bisschen was gehen. Alright, what have you got? Na komm schon. So, das ist auch schon erledigt. So, dann werden wir jetzt mal versuchen, das Lager zu verlegen. Es ist ein bisschen besser, wenn es hier oben ist. Dann ist der Weg nachher zum Ausliefern nicht so weit. Perfekt hier. So, dann packen wir das Lager jetzt erstmal sonst wohin, ne? Und ziehen das mal eben hier rüber. Ich hoffe, dass das jetzt hier hinkommt. Ah. Nicht dahin, wo es sollte, aber es ist, wie es ist. Auf jeden Fall besser als da hinten, da im Dickicht. Ne, da kriegt man ja seine die Karren gar nicht weg, wenn man dann mit dem Wagen fahren muss. Nee. Ist das Lager denn hin? Ah, dann ist gut.
ziehen wir mal besser direkt hinterher. Was ist denn jetzt wieder? Da ist es. Es kann aber sein, dass ich den nicht spenden kann. Weil der Gabelbock dann hier schon die Sache so auffüllt, dass es nicht mehr funktioniert. Aber gut, werden wir sehen. Ich hoffe, dass der Gabelbock nicht reicht. Naja, doch. Obwohl, nee. Wir können noch was spenden. Also, kriegen wir den Hirschbock auch noch unter. We're well stocked for the time being. Da ist er. That's top notch. Und jetzt geht nämlich nichts mehr. Aber das ist ja egal. Wir sind schon mal los. So. Erstmal auch nicht gegessen hier. Mal, was haben wir überhaupt noch für Landkarten offen? Das ist ein anderes Ding. Eins ist da. Ah, super, und eins ist da. Ja, dann. Vogeleier. Und die Madame, habt ihr gesehen? Ist immer noch hier unten. Da ist sie. Dann könnten wir jetzt trotzdem mal vielleicht die gesuchte Person da einsammeln. Geben den Strawberry ab und dann sammeln wir da unten die Vogeleier ein. Das ist zwar, glaube ich, heute nicht das, was wir sammeln sollen. Sammler da. Da hochkarten. Aber ganz ehrlich, was soll's. So, was mache ich jetzt beim Kopfgeldjäger? Gesuchte Person geplündert, okay. Verstärken Lasso. Ah, und ohne die umzulegen. Okay. Na, wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen hier. Wo ist die gesuchte Person denn hin? Der denn? Ich dachte, der... Bleib mal locker. Sieht man auch mal eben vom Pferd hier, oder? Aber wo ist die gesuchte Person? In die Richtung abgehauen. Ich habe das wieder nicht mitgekriegt hier. Ah, da hinten. Super. Meine Richtung ist ja schon mal in Ordnung. Ob wir jetzt so rum oder so rum nach Strawberry reiten. Wen interessiert's? Das Pferd ist, wir haben ein gutes Pferd, ne? Es ist schnell, es hat Ausdauer. Und wenn es gut läuft und wir jetzt hier keinen töten, dann sollten wir die Nummer ja geschafft haben, ne? Nein, fesseln. Nicht treten. Und plündern. Oh,
Jetzt aber nichts wie weg hier. Was ist denn hier heute? Da ist ja auch Spitzensicht hier, ne? Was überhaupt immer anhören muss, oder? Ja, die Sicht ist ja wirklich hier suboptimal, ne? This again. Holy shit! Wenn das klappt, dann sollte ich ja zumindest die Sache erledigt haben, ohne jemanden hier umzulegen, ne? I won't forget this, you piece of shit. Ja, zieht sich ja doch so ein bisschen der Weg, ne? So, da sind wir ja auch schon. Ja, wollen wir mal fix abgeben hier. You'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. Payment's here. Da ist es, Kopfgeldjagd abgeschlossen, ohne einen Gegner oder eine Zielperson zu töten. Aber wenigstens ein bisschen was erledigt hier. Schon mal die Betäubungsmunition reinpacken. Und dann schauen wir mal eben, ob hier noch eine Tarotkarte liegt. Wo wir schon mal hier sind, oder? Jetzt muss ja irgendein kleines Tierchen sein zum Betäuben. Aber da lag keine Karte. Nein, nun gut. So, was ist hier weggerannt? Silberdachs. Da rennt noch einer. Das hätten wir besser andersrum gemacht, ne? Den perfekten hier eingesammelt und den anderen. Naja, egal. Boah, schon wieder 25 Minuten. So viel zu einer kurzen Runde, ja? Sag mal. Ihr merkt es, ne? Also heute bin ich echt durch. Ja. Wo liegt der? Da ist er doch. Wiederbeleben, das war doch die Idee hier. So.
So, was liegt heute noch an? Also, vier Sachen noch. Naturkundler, da habe ich, hätte ich ja, naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Story-Mission wird nichts. Sammler. Also man kann es heute wirklich ganz gut schaffen, oder? Hier noch eben große Tierkadaver. Ist also alles machbar. Aber eben nicht in einer halben Stunde. Ich sammle jetzt trotzdem mal eben da unten die Vogeleier ein. Dann denke ich, machen wir auch. Treten wir die Heimreise an. Dann müsste ich ja noch eine Ladung wegfahren. Ah, das war Glück. Wie gesagt, das dauert heute dann etwas zu lang. Das schaffe ich nicht. Ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Ja. Mal eben eingesammelt hier. Und die Heimreise angetreten. Kein freier Lagerplatz. Es läuft, es läuft. Das Pferd Wien an hier. Also ich sag mal, mit ein bisschen Mühe schafft man es wirklich locker in 45 Minuten. Aber das schaffe ich heute nicht. So, Heimreise antreten, Abmarsch. Dann ist die Folge von heute auch lang genug, oder? Ja, gute 28 Minuten. Natürlich nochmal den Hund streicheln. Den Besten der Besten der Besten hier. So. Was höre ich denn hier alles für Viehzeug? Ach so, hier kann man mal eben checken, ob hier zufällig die Münze gelegen hätte. Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich kann hier direkt ein Lager aufschlagen, das ist doch bescheuert. Perfekt, müssen wir ja noch abgeben hier. Was haben wir denn da? Das können wir trotzdem abgeben. Das kann ja perfekt werden. Ja, ihr merkt es, ne? Ich kann mich eigentlich von diesem Spiel gar nicht trennen hier. Jetzt, wo das Wetter auch wieder besser ist. So, wollen wir mal gucken. Das gibt's doch nicht, der muss ja irgendwann auch mal... We're well stocked for the time being. Ach, was soll's. Wir machen Schluss für heute. So, das war die Runde am Donnerstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.